السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, wir werden heute über ein wichtiges Thema sprechen, das jeden Muslim auf der Welt mehr oder weniger betrifft. Und diese Sache, über die wir sprechen, ist die gewaltigste und die vorzüglichste Sache, die es gibt. So wie Allah subhanahu wa ta'ala gefragt hat, und wer er fragt, also Allah subhanahu wa ta'ala fragt alle Menschen, fragt die ganze Welt. Und wer ist besser als derjenige, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft und gute Taten macht und sagt, ich bin einer der Muslime. Das ist also die Dawa, der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das war die Arbeit und die Aufgabe von denjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat. Von denjenigen, die die besten Menschen und die besten Geschöpfe sind, und zwar die Propheten. Ihre Aufgabe war nicht, Geld zu sammeln oder viele Kinder zu bekommen oder viele Ruhm und Macht an sich zu reißen, sondern ihre Aufgabe war es, zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Und das war ihr Weg und das war ihre Botschaft. So wie Allah subhanahu wa ta'ala über mehrere der Propheten sagt, dass das, was sie gesagt haben, war, dient nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und haltet euch an das, was ich euch predige. Das war also deren Weg. Und deswegen, wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns deutlich gemacht mit dieser Fragestellung, gibt es etwa etwas Besseres als diese Sache? Und mit der Tatsache, dass er seine Lieblinge, die Propheten, alayhim salam, mit dieser Aufgabe beauftragt hat, das zeigt uns, dass das die gewaltigste Sache ist. Und genauso ist es einer der Gründe dafür und einer der wichtigsten Gründe dafür, für das Gute in dieser Umma und dafür, dass diese Umma die beste der Ummah ist. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr seid oder ihr wart die beste der Gemeinschaften, ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Und hier, wir sprechen heute, inshallah, über diese beiden Themenbereiche, weil sie zusammenhängen. Die Dauer und das Gute gebieten und Schlechte verbieten hängen zusammen, aber später mehr dazu, inshallah. Genauso ist das Gute gebieten und das Schlechte zu verbieten eine Eigenschaft der Gläubigen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, sie sind voneinander, sie sind einander Schutzherren. Sie gebieten das Gute und verbieten das Schlechte. Eine Seite vorher sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Heuchler und die Heuchlerinnen sind voneinander. Sie gebieten das Verwerfliche und verbieten das Gute. Und dann auf der nächsten Seite, wie gesagt, bringt Allah subhanahu wa ta'ala das Gleichnis. Was ist der Unterschied zwischen den Heuchlern und zwischen den Gläubigen? Die Gläubigen verbieten das Gute, verbieten das Schlechte und gebieten das Gute. So haben wir also viele, viele Vorzüge für diese Tat. Und es ist wichtig, dass man weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Salih und Muslih. Zwischen einer rechtschaffenden Person und zwischen einer Person, die zur Rechtschaffenheit aufruft
und die die Rechtschaffenheit predigt. Es gibt eine Person, er betet, er fastet, er spendet, er macht das alles für sich selbst. Aber diese Person ist nicht gleichzusetzen mit einer Person, die betet, fastet, spendet und noch 100 andere Leute dazu bringt, zu beten und zu fasten und zu spenden. Ja? Diese zwei Personen kann man in keinster Weise vergleichen. Und deswegen war auch keiner der Propheten, und wir haben gesagt, sie sind die besten Menschen von allen, keiner der Propheten hat gesagt, ich bete Allah subhanahu wa ta'ala an in meinem Tempel, in meiner Moschee, in meinem Haus und lass mein Volk in die Irre gehen. Ja, das ist nicht der Weg der Gläubigen, geschweige denn der Propheten. Und hier sagen wir auch, es ist kein gutes Zeichen, wenn man Sünden um sich herum sieht und diese Sache sich normalisiert hat. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, du sitzt in einem Restaurant und dort läuft Hintergrundmusik beispielsweise und du sagst, ah, ich habe das gar nicht gemerkt, ich wusste gar nicht, ich habe das gar nicht gemerkt, dass da Musik an ist. Und manche Leute denken, das wäre ein gutes Zeichen. Aber das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Warum? Weil sich dieser Munkar, dieses Abscheuliche, dieses Verbotene bei dir, in deinem Mindset, in deinem Kopf, in deinem Leben schon verallgemeinert hat. Und hier hat einer unserer Mashaykh eine sehr schöne und gleichzeitig auch traurige Geschichte erzählt. Beziehungsweise zwei Geschichten, die einander nahe sind. Die erste Geschichte hat er erzählt, dass er früher auf dem Dorf gelebt hat, in Ägypten. Und dort gibt es alle ein, zwei Wochen mal eine Janaza. Und dann, wenn die Janaza kommt, dann war das eine gewaltige Motivation für ihn und eine gewaltige Warnung. Subhanallah, hier einer ist gestorben, den kannte ich, der ist jetzt im Grab und so weiter. Das hat ihm Angst vor Allah gegeben und das hat ihm seinen Iman gestärkt. Dann ist er in eine große Stadt gezogen und hat gesagt, ich habe dann direkt neben diesem Friedhof gewohnt. Und am Anfang war es sehr, sehr krass für mich, immer jeden Tag eine, zwei, drei Janazat zu sehen. Und es hat mir sehr viel Iman gegeben und mich sehr motiviert und mir sehr Angst vor dem Tod gemacht und so weiter. Aber nach einer Zeit hat sich diese Sache normalisiert. Er hat sich an dieses große Ereignis, und zwar den Tod, wie es auch in einem Hadith beschrieben ist, dass das die größte Motivation ist oder sein sollte für die Menschen. Er hat sich an diese Sache gewöhnt. Ja? Und das andere Beispiel, ein Mann aus einem islamischen Land kam nach Europa oder nach Amerika, also in den Westen, um zu studieren. Und am ersten Tag sind sie rausgegangen, hier so wie im Steindamm, raus in die Stadt gegangen, wollten was essen. Dann hat dieser Mann, der aus einem islamischen Land kam, zum ersten Mal gesehen, wie sich ein Mann und eine Frau, unbedeckte Frau auf der Straße küssen. Vor dem Kino oder wo auch immer, wo die hingehen wollten. Dann sagt er zu seinen Freunden, was ist das? Dann was sagen seine Freunde? Das ist normal. Und seine Freunde sind auch alle Muslime und sind auch alle aus muslimischen Ländern. Aber weil sie schon länger in den Ländern der Kuffar gelebt haben und das jeden Tag sehen, hat sich das normalisiert. Aber wenn wir schauen, ist das normal? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, dass überall Unzucht praktiziert wird und überall uneheliche Beziehungen und uneheliche Kinder vor uns und Homosexuelle hier und Transvestiten hier und so weiter. Das ist nicht normal. Auch wenn es sich in unseren Augen teilweise normalisiert hat, sind diese Sachen nicht normal. Und wenn sich diese abscheulichen Dinge normalisiert haben in unseren Augen, dann ist das ein schlechtes Zeichen für uns selbst. Wenn wir sagen, ja, da ist eine Muslima in meiner Klasse, in meiner Arbeit, wie auch immer, sie hat einen Freund, sie macht Zina, aber ist ja mittlerweile normal. Wenn wir so auf die Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala als abscheulich bezeichnet und der Prophet alayhi salatu wasalam als abscheulich bezeichnet, wenn wir so auf diese Sachen schauen, dann müssen wir den Fehler erstmal bei uns suchen. Ja? Wenn sich die Sünden
und die schlechten Dinge normalisiert haben, dann haben wir selber ebenfalls ein gewaltiges Problem. Auf jeden Fall, hier hängt, wie gesagt, die Dauer und dieses gute Gebieten und schlechte Verbieten zusammen. So wie der Prophet والسلام, zu Ali radiallahu ta'ala anhu sagte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala durch dich einen Menschen recht leitet, dann ist es für dich besser als alle Gaben auf dieser Welt. Und was denkt ihr, wenn Allah subhanahu wa ta'ala durch dich einen recht leitet und diese Person dann anfängt, Dawah zu machen und vielleicht Hunderte oder Tausende dadurch recht geleitet werden? Und einer unserer Mashaykh erzählte eine Geschichte über eine Frau aus Saudi-Arabien, die einmal in Deutschland zu Besuch war. Und da war ein Mann in Frankfurt und sie hat ihm ein kleines Geschenk gegeben, ein kleines Buch auf Deutsch über den Islam. Und diese Person hat dann 20 Jahre später, wo sie umgezogen ist oder ihre Bibliothek umgestellt hat, dieses kleine Buch gesehen. Ja? Und hat sich dann hingesetzt und hat dieses Buch gelesen, hat Islam angenommen und dann daraufhin sind Hunderte und Tausende Leute durch seine Dauer zum Islam gekommen. Und er ist dann auch nach Afrika gegangen und hat dort weiter Dauer gemacht und es sind extrem viele Leute durch diese Sache konvertiert. Durch was? Durch diese kleine Geste oder durch diese kleine Tat, die diese Frau auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Und sie wird sich am jüngsten Tag freuen über diese ganzen Hasanat. So wie der Prophet alayhi salatu wassalam gesagt hat, es kann sein, oder es ist so, dass ein Diener, ein Mensch, ein kleines Wort sagt, was Allah subhanahu wa ta'ala's Wohlgefallen bringt. Und er dieses Wort nicht viel beimisst, ja? Nicht viel beachtet, dieses Wort. Aber Allah subhanahu wa ta'ala tut ihn durch dieses kleine Wort um Rangstufen erhöhen. Ein kleines Wort, was du vielleicht deinem Kollegen gesagt hast in der Arbeit oder einen kleinen Link über ein islamisches Video oder ein Bild oder was auch immer, was du gegeben hast zu einem Nichtmuslim und er nimmt dadurch Islam an. Selbst wenn es nicht heute ist, selbst wenn du die Arbeit schon verlassen hast, umgezogen bist, gestorben bist, aber er nach Jahren den Islam dadurch annimmt, dann ist das in deiner Waagschale. Aber der Hadith geht weiter. Und es gibt auch einen Diener, der ein Wort sagt, dem er nicht viel beimisst, was Allah subhanahu wa ta'ala zornig macht. Und wegen dem er 70 Jahre tief in die Hölle geschmissen wird. Ein kleines Wort. Deswegen, wir sagen, der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, berichtet über mich, auch wenn es nur ein einziger Vers ist. Auf jeden Fall, das sind die Vorzüge für diese Dauer. Wie ist es aber bei den Leuten, die nicht diese Dauer machen? Hier haben wir das Beispiel oder eine der großen Hauptgründe dafür, warum mehrere Propheten Bani Israel verflucht haben. Einer der Hauptgründe ist, sie haben nicht das Gute geboten und das Schlechte verboten. Und hier haben wir einige Beispiele. Zum Beispiel die Geschichte des Samstages. Die Geschichte vom Samstag, wo Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute bestraft hat von den Bani Israel, denen verboten wurde, am Samstag zu arbeiten und zu fischen. Am Sabbat. Sabbat auf Deutsch. Sabbat oder wie auch immer. Was haben diese Leute also gemacht? Am Freitag haben sie ihre Netze ins Meer geworfen und am Sonntag eingeholt, ja, um sozusagen Allah auszutricksen. Warum wurden alle bestraft? Weil eine Gruppierung, oder warum wurden die meisten bestraft? Weil eine Gruppierung diese Tat getan hat und die andere Gruppe sie nicht davon abgehalten hat. Und hier haben wir den Hadith des Propheten alayhi salatu wassalam, dass er sagte, dass diese Gesellschaft wie Seemänner auf einem Schiff sind.
die Guten und die Schlechten, also die, die gute Taten machen und die, die schlechte Taten machen. Die, die gute Taten machen, sind oben auf dem Schiff. Und die, die schlechte Taten machen, sind im Bauch vom Schiff, unten im Schiff. So kamen also die Leute, die unten waren, die schlechten Leute, und haben gesagt, immer wenn wir Wasser brauchen zum Trinken oder zum Kochen oder zum Waschen, müssen wir immer nach oben gehen auf das Deck und von oben mit dem Eimer Wasser holen, um unsere Sachen zu erledigen, um unser Wasser zu benutzen. Dann hatten sie also die Idee, dass sie sagen, wir werden jetzt einfach ein Loch machen von unten im Bauch des Schiffes und unser Wasser dadurch nehmen. So sagt also der Prophet, hätten also die, die oben sind, die guten Leute, die Gutes tun, die anderen gelassen, hätten sie das zugelassen, dass sie dieses Loch in das Schiff machen, dann wären alle zusammen vernichtet worden, wären alle zusammen ertrunken. Aber wenn sie davon abhalten, das Schlechte zu machen und den Fehler zu machen, dann werden alle zusammen gewinnen. Dann werden alle zusammen die Sieger sein und die überleben. Und dann werden alle zusammen überleben. Hier haben wir auch den Hadith des Propheten, dass eine der Sachen ist, was Bani Israel vernichtet hat, dass unter ihnen Leute gab, die beispielsweise gesündigt haben. Und dann am ersten Tag kommt ein Mann vorbei und sagt ihm, Bruder, fürchte Allah, das geht nicht, das ist eine Sünde und so weiter und so fort. Und dieser Mann sagt, lass mich in Ruhe. Und dann am nächsten Tag kommt die gleiche Person noch einmal und sitzt sich mit ihm hin und isst mit ihm und trinkt mit ihm und tut so, als wäre nichts gewesen. Ja, das heißt, er hat einmal es probiert, so wie heute die Leute sagen, ja Bruder, du hast ihm schon letzte Woche gesagt, komm zum Jumma. Du musst es nicht jedes Mal sagen. Du hast da das gemacht, was du kannst. Ja? Das war also, wie in diesem Hadith beschrieben, der Grund dafür, dass Bani Israel zugrunde gegangen ist. Ja, das heißt, wir, so wie die Gelehrten sagen, geben so lange Nasiha, bis einer von uns beiden stirbt. Entweder ich oder die Person, der ich die Nasiha gebe. Wenn einer tot ist, dann خلاص, dann ist fertig, dann kann man keine Nasiha mehr geben. Aber so lange geben wir weiter Nasiha. Und so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mach Tazkir, ermahne, gib den Leuten zu bedenken, denn dieses Bedenken geben, dieses Ermahnen, hilft den Gläubigen. Hilft den Gläubigen, die diese Ermahnung aussprechen und hilft den Gläubigen, die diese Ermahnung bekommen. Und natürlich hilft auch den Ungläubigen, wenn sie diese Ermahnung annehmen. Und genauso, als manche von Bani Israel zu anderen gesagt haben, warum ermahnt ihr noch Leute, die sowieso sozusagen verloren sind in ihren Sünden und ihren schlechten Taten? Was war dann die Antwort von diesen rechtschaffenden Leuten von Bani Israel? Erstens, damit wir eine Entschuldigung vor Allah haben. Warum? Wir haben das gemacht, was Allah für uns verpflichtend gemacht hat. Wir haben das Gute geboten und das Schlechte verboten. Und die zweite Sache, und dass sie vielleicht rechtgeleitet werden. Denn die Rechtleitung obliegt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wir Menschen, seien es die Propheten, seien es die Rechtschaffenden, sei es wer auch immer, wir leiten zum guten Weg. Aber die Rechtleitung, dass diese Person auch auf den richtigen Weg kommt, das vermag nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ansonsten hätte der Prophet alayhi salatu wasalam das in seinen Händen recht zu leiten, wen er will, dann hätte er seinen Onkel Abu Talib recht geleitet. Er hat ihn aufgerufen, er hat ihm den Weg gezeigt, er hat ihm das rechten Weg dargelegt und ihn dahin geleitet, aber diesen Taufiq, diesen Erfolg, dass er den rechten Weg geht, den konnte nur Allah subhanahu wa ta'ala geben und Allah subhanahu wa ta'ala hat es Abu Talib verwehrt. Ja? Und so in jeder Situation. Das Einzige, was wir machen können, ist
das Gute gebieten, ist zum guten Weg aufzurufen, das Schlechte an den Pranger zu stellen. Aber dass diese Person diese Sache annimmt und dass diese Person recht geleitet wird, das obliegt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber natürlich haben wir Bedingungen in dieser Sache, wie wir andere Leute zum Islam aufrufen. Und das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Und wie wir das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Ja? So wie der Prophet alayhi salatu wassalam sagt, wer von euch etwas Abscheuliches sieht, der soll es mit seiner Hand verändern. Und wenn er es nicht kann, dann mit seiner Zunge. Und wenn er es nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und das ist die schwächste Stufe des Iman. Hier haben wir zum Beispiel zur Zeit von Marwan ibn al-Hakam, dem damaligen König, Amir, Khalifa, wie auch immer, dass er etwas Neues im Islam etablieren wollte. Und zwar, er wollte, dass man beim Eid-Gebet zuerst die Khutba macht und dann betet, wie bei Jumma. Aber ihr wisst, das Richtige ist, was der Prophet und die Sahaba praktiziert haben, zuerst das Gebet und dann die Khutba. So hat er also gesagt, wir werden jetzt die Khutba machen und dann das Gebet. Dann ist ein einfacher Muslim aufgestanden und hat ihm gesagt, ja Marwan, zuerst das Gebet, dann die Khutba. Da hat er gesagt, was willst du, lass mich und so weiter. Da hat er es nochmal gesagt, zuerst das Gebet, dann die Khutba. Und dieser Herrscher hat ihm nicht die Beachtung geschenkt. Dann stand Abu Sa'id al-Khudri, dieser gewaltige Sahabi, auf und hat das Gleiche gesagt. Hat gesagt, Marwan, zuerst das Gebet, dann die Khutba. So hat es der Prophet alayhi salatu wassalam praktiziert. Dann sagte ihm dieser Herrscher, die Zeiten haben sich geändert. Also das ist vorbei. Das war einmal. So sagte Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, über diese Person, die aufgestanden ist, über diesen ersten Mann, er hat das gemacht, was er machen muss. Ja, in dieser Situation, er konnte nicht aufstehen und den Herrscher, der lauter Soldaten um sich hat oder was auch immer, von der Minbar runterziehen. Aber er hat das gemacht, was er kann, und zwar mit seiner Zunge. Und so ist es auch in jeder anderen Situation. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, etwas mit deiner Hand zu ändern, dann mit deiner Zunge. Und wenn du es nicht mit deiner Zunge kannst, dann mit dem Herzen. Aber wie ist das mit dem Herzen? Wenn wir sagen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat, wenn du mit Leuten sitzt, die sich über die Religion lustig machen, dann musst du sie verlassen, bis sie über etwas anderes reden. Aber natürlich, wenn du sie mit der Hand oder mit der Zunge davon abhalten kannst, dann ist das besser. Aber wenn nicht, dann mit dem Herzen. Und zu dem Herzen gehört, dass du diese Sitzung verlässt, dass du nicht weiter mit denen sitzt und lachst und sagst, ja, aber im Herzen wollte ich das nicht. Ja? Sondern wenn du die Möglichkeit hast, dann verlässt du diesen Platz. Ja? Das ist genauso, du kannst nicht sagen, ja, ich habe mir diese Haram-Sachen angeschaut und ich habe dazugehört und ich habe da mitgemacht, aber im Herzen wollte ich das nicht. Das ist nicht im Herzen diese Sache anprangern oder im Herzen diese Sachen ändern. Ja? Sondern um im Herzen diese Sache zu ändern, dann verlässt du diese Sache, dann verabscheust du diese Sache. Ja? Nicht du machst die Sünde, du schaust diese Frauen an, du schaust diese Musik an und sagst, Astaghfirullah, Astaghfirullah und schaust weiter. Das ist nicht das Verabscheuen oder das Ändern mit dem Herzen. Aber natürlich, wir haben das in jeder Situation individuell herangegangen wird. Wir haben die islamische Grundregel, dass es nicht erlaubt ist, etwas Abscheuliches mit etwas noch Abscheulicherem zu ändern. Ja, beispielsweise, wir haben da von Sheikhul Islam ibn Taymiyyah eine Sache, die passiert ist zu den Zeit der Tataren. Ja. Sie haben öffentlich Alkohol getrunken. Und Ibn Taymiyyah rahimahullah hat nicht diese Sache angeprangert.
Ja, er ist mit seinen Schülern einfach weitergegangen und hat die Leute auf der Straße Alkohol trinken lassen. Dann wurde er dazu gefragt, warum hast du das nicht angeprangert? Hat er gesagt, wenn ich das jetzt anprangere, dann passieren noch schlimmere Dinge. Und zwar, dass sie vielleicht aufhören zu trinken, aber dann stehen sie auf und töten und plündern und vergewaltigen die Muslime und so weiter. Lieber trinken sie Alkohol und schlafen dann ihren Rausch aus, als dass sie den Muslimen schaden. Und genauso bei Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, hat eine ähnliche Sache erzählt. Und zwar, dass es nicht erlaubt ist und nicht vom Islam ist, dass du diese Munkar, diese abscheuliche Sache, mit einer noch abscheulicheren Sache änderst. Warum? Weil wir haben, die erste Stufe ist, dass wir das Abscheuliche abwenden und dann mit etwas Gutem kommen. Und die zweite Stufe ist, dass wir nur das Abscheuliche beispielsweise abwenden, aber nichts Gutes machen. Also es kommt weder was Gutes noch was Schlechtes. Oder wenn es zwei schlechte Dinge gibt, zwei abscheuliche Dinge, dann nehmen wir die Sache, die weniger abscheulich ist. Ja? Das heißt, wie in dem ersten Beispiel, wir haben jetzt Leute, entweder sie werden Alkohol trinken oder sie werden die Muslime töten. Dann sollen sie lieber Alkohol trinken beispielsweise. Ja? Auf jeden Fall, zu dieser Sache, mit dem Aufrufen und mit dem guten Gebieten und schlechten Verbieten. Manche Leute, die sehen sich zu klein für diese Sache oder zu schwach für diese Sache oder zu unwissend für diese Sache. Wir haben natürlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auf der Zunge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sprich, das ist mein Weg, ich rufe zu Allah mit Wissen. Aber, wie in dem anderen Hadith, den wir erwähnt haben, der Prophet sagt, berichtet über mich, wenn es auch nur ein Vers ist. Das heißt, wie können wir diese zwei Sachen verbinden? Man soll das berichten, was man weiß. Und das hat dann nichts mit Alter, mit Stärke, mit Macht, mit Ruhm, mit Reichtum, mit Reichweite, mit was auch immer zu tun. Denn wenn wir schauen, diejenigen, die zu den Propheten gestanden sind, das waren fast immer die Jungen und Schwachen. So haben wir auch in dem Hadith von Zurara, As'ad ibn Zurara, radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet, alayhi salatu wassalam, in Mekka am Anfang in kleinen Kreisen Dawa gemacht und in kleinen Kreisen die Leute zum Islam aufgerufen hat. Zu dieser Sache, oder bis es dann soweit war, dass die Leute von Yathrib, was dann später als Al-Medina bezeichnet wurde, zum Islam gekommen sind. Und diese Leute, um As'ad ibn Zurara und seine anderen Leute der Ansar, haben sich dann beraten und haben gesagt, wie lange soll es noch sein, dass der Prophet a.s. in Mekka ist und sich dort fürchten muss und vielleicht rausgeschmissen wird oder getötet wird oder was auch immer. Dann sind sie also 70 junge Männer zum Propheten a.s. gegangen und haben ihm gesagt, wir wollen dich aufnehmen. Wir wollen dich unterstützen. Wir wollen zu dir stehen. Das waren nicht die großen Leute, die mächtigen Leute, die alten Leute, sondern das waren alles 70 junge Männer von den Ansar, von den Leuten von Al-Medina. Sogar das Al-Abbas, der Onkel des Propheten, alayhi salatu wassalam, gesagt hat, diese Leute kenne ich nicht. Ich kenne zwar die Leute aus Medina, die sozusagen wichtig sind, die was zu sagen haben, dort kenne ich. Aber das sind alles junge Leute, die ich nicht kenne. Das sind alles sozusagen unwichtige Leute. Und dann stand As'ad ibn Zurara auf und hat gesagt, wir sind hier jetzt hergekommen zum Propheten alayhi salatu wassalam und ihr müsst wissen, dass wenn ihr jetzt euch dafür entscheidet, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu stehen, dass auf euch einiges zukommt, dass vielleicht die Besten unter euch getötet werden, dass die arabische Halbinsel sich spalten wird und dass vielleicht viele Probleme kommen werden und so weiter und so fort. Aber diese 70 junge Männer haben gesagt, wir wissen genau, was passieren kann.
Und wir sind nicht zum Propheten alayhi salatu wasalam gekommen mit einer anderen Absicht. So hat also der Prophet alayhi salatu wasalam von ihnen den Treueeid genommen. Und unter diesen Sachen, die er ihnen gesagt hat, war: und ihr müsst mir Treue schwören, dass ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Und wenn es um Allahs Religion geht, nicht Angst vor irgendjemand habt, der euch tadelt. Keine Angst vor Tadelung in der Religion. Keine Angst, dass wenn du sagst, diese und diese Sache ist haram, was die Leute sagen werden. Keine Angst, wenn du dich von irgendetwas fernhältst, was die Leute sagen werden. In der Religion Allah subhanahu wa ta'ala keine Angst vor Tadel haben. Natürlich, wenn du etwas Schlechtes machst, dann hab Angst vor Tadel. Wenn du etwas machst, was ayyib ist, dann hab Angst vor Tadel. Aber wenn du den Islam verkörperst, wenn du den Islam predigst und wenn du den Islam nach vorne bringst, in dieser Situation keine Angst haben vor Tadel. Und wie wir haben von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, wie er vier Grundsätze, vier islamische Grundsätze dargelegt hat. Und zwar die erste Sache, dass man sich Wissen aneignet. Wie wir gesagt haben, um Dawah zu machen, braucht man dieses Wissen. Die zweite Sache, dass man diese Sache praktiziert. Und so wie wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala tadelt an mehreren Stellen im Koran diejenigen der Leute, die das Gute gebieten und das Schlechte machen. Die das Schlechte verbieten und das Schlechte machen. Und das ist natürlich situationsbedingt. Es kann sein, du selber kannst aus gesundheitlichen Gründen nicht fasten oder hast nicht die Kraft oder nicht die Zeit oder was auch immer. Und du kannst trotzdem Leute dazu aufrufen zu fasten, das ist kein Problem. Aber du kannst nicht alle Sünden machen und dann diese Sachen schlecht reden und sagen, ja, das geht nicht und so weiter und so fort und ich mache das nicht und am Ende machst du es. Ja? Auf jeden Fall die erste Sache, das Wissen zu erlangen. Die zweite Sache, danach zu handeln. Die dritte Sache, wenn du das Wissen hast und danach handelst, die Leute dazu aufrufen. Und dann die vierte Sache, und das ist eine sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Sache, dann standhaft zu bleiben, wenn dich deswegen Schaden überkommt. Denn so war es bei allen Propheten, dass diejenigen, die zu Allah aufgerufen haben und diejenigen, die das Schlechte verbieten und das Gute gebieten, dass sie früher oder später geprüft werden. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, haben etwa die Leute gedacht, sie werden sagen, wir sind Gläubige und fertig und sie werden nicht geprüft. Auch die vor ihnen wurden geprüft. So wie beim Propheten alayhi salatu wassalam, als er am Anfang das Prophetentum bekommen hat und dann mit Khadija radiallahu anha zu Waraq ibn Nawfal gegangen ist und ihm das erzählt hat, dann sagte Waraq zum Propheten alayhi salatu wassalam, dass dein Volk dich bekämpfen wird und dich vertreiben wird. Dann sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, sie werden mich vertreiben. Dann sagt zu ihm Waraq ibn Nawfal, keiner vor dir, also keiner der Propheten, kam mit so einer Botschaft und wurde dann nicht von seinem Volk bekämpft. Und so war es auch bei dem Propheten alayhi salatu wassalam, der am Anfang unter den Leuten als der Wahrhaftige und der Gute und der Beste von allen bekannt war. Und dann, als er Dawah gemacht hat, als er zum Islam aufgerufen hat, war er auf einmal einer der Geächteten und einer der Schlechtesten und so weiter. Und so wird es auch mit dir passieren. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, für diesen Weg, der, wie wir am Anfang gesagt haben, der vorzüglichste Weg ist, der beste Weg ist, der Weg der Propheten und der Rechtschaffenen, dann wird es auch früher oder später passieren, dass du geprüft wirst. Und dann in dieser Situation zählt die Standhaftigkeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala tadelt an mehreren Stellen diejenigen, die, nachdem sie gläubig waren, nachdem sie praktizieren, noch nachdem sie stark waren, wieder umkehren, wieder umfallen, wieder einbrechen. Denn anfangen, mit welcher Sache auch immer,
seines weltliche Sachen, anfangen zum Beispiel Sport zu machen, anfangen arbeiten zu gehen, anfangen dies zu machen, anfangen das zu machen, ist leicht. Aber die Sache bis zum Ende durchziehen, das unterscheidet den Spreu von dem Weizen. Das unterscheidet die wahrlich Rechtschaffenen, die Wahrhaftigen von denjenigen, die einbrechen. Und die letzte Sache ist, wie kann man der Dauer helfen? Wie kann man die Dauer praktizieren? Da gibt es mehrere Wege. Und jeder soll das machen, was er kann. Einmal natürlich eine wichtige Sache ist, dass man Dauer macht mit seinem Akhlaq, mit seinem guten Benehmen und so weiter. Andererseits auch, dass man Dauer finanziert. Seines Moscheen, seines Flyer, seines Plakate, seines was auch immer. Andererseits, dass man das Wissen lernt und lehrt. Andererseits, dass man Dauermaterialien verteilt. Ja, dass man Broschüren verteilt, dass man Dauerstände macht. Andererseits, dass man sein Know-how einbringt. Irgendeine bestimmte Fähigkeit, die man hat. Beispielsweise, einer kann gut Flyer designen. Einer kann gut Mikrofone für Moscheen und Lautsprecher und so weiter aufbauen. Ein Hörsaaltechniker oder ähnliches. Ja? Einer, wie gesagt, hat die finanziellen Mittel, die Dauer zu unterstützen. Dass er sagt, hier, wir kaufen eine Moschee. Oder hier, wir lassen Bücher drucken oder Bücher übersetzen und so weiter. Ein anderer hat die Fähigkeit, Sachen zu übersetzen, Videos. Spenden haben wir gesagt, ja. Hat die Möglichkeit, Sachen zu übersetzen. Ein anderer hat die Möglichkeit, Videos zu schneiden und zu verbreiten oder soziale Medien zu führen und so weiter. Aber das Wichtigste ist, dass jeder das macht, was er kann, um die Dauer nach vorne zu bringen. Und das macht, was er kann, damit er, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese Entschuldigung hat vor Allah subhanahu wa ta'ala. Denn jeder von uns hat Nachbarn, seien es Muslime, die nicht praktizieren, seien es Nicht-Muslime. Und wir wissen, dass der Nachbar im Islam einen gewaltigen Recht auf einen hat. Wie wirst du dich dann rechtfertigen am jüngsten Tag, wenn dieser Nachbar kommt vor Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, dieser Muslim war praktizierend und er hat gebetet und so weiter und so fort, aber er hat mich nicht zum Islam aufgerufen. Oder ich bin Muslim und er hat mir nicht gesagt, bete. Ja, das ist genauso wie eine Person, und vorher hatten wir das mit Salih und Muslih, wie eine Person, der sagt, ja, meinen Kindern geht's gut, meine Kinder sind auf dem richtigen Weg, meine Kinder beten, meine Tochter trägt Hijab. Solange das so ist, sollen die Kinder vom Nachbarn Zina machen, sollen die Kinder vom Nachbarn heroinabhängig sein, was auch immer. Das ist nicht die Herangehensweise eines Muslims. Denn die Herangehensweise eines Muslims ist, wie ihr wisst, so dass diese Umma wie ein Körper ist. Wenn also ein Körperteil es ihm schlecht geht, krank ist, schmerzt, dann schmerzt der ganze Körper. Dann hat der ganze Körper Fieber. Das heißt, ein Muslim, ein rechtschaffener Muslim, wird niemals nur auf sich selber schauen und neben der Wand laufen und sagen, ja, solange es mir gut geht, solange ich praktiziere, soll doch mein Nachbar in die Hölle gehen. Ja? Denn dieser Nachbar, diese Person, dein Nachbar, dein Cousin, dein Vater, deine Tochter, deine Schwester, deine Mutter, deine Freunde, deine Klassenkameraden, wer auch immer, hat dieses Anrecht auf dich, dass du ihm diese Gabe, die du bekommen hast, weitergibst. Und das, dass man die Gabe gibt, das ist nicht nur, ich bin reich, ich spende an arme Leute, sondern die gewaltigste Gabe ist der Islam. Ich habe den Islam bekommen, ich gebe den Islam weiter. Das heißt, jeder soll das machen, was er kann. Und jeder soll die Dauer so unterstützen, wie er kann. Und jeder soll selber schauen, ob er genug macht oder ob vielleicht noch Luft nach oben ist in dieser Dauer. Und barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und wenn es noch Fragen gibt, inshallah, werden die beantwortet. Am besten von rechts nach links. Und danach gibt es hier auch Essen. Pro Teller 10 Euro. Oder? Nein? Umsonst. Ja? Für diejenigen, die essen möchten, gibt es auch noch Essen, inshallah. Gemeinsam wird hier gegessen in der Moschee. Und macht viel Dua und spendet vielleicht für die Moschee, die uns hier diese Plattform geben.
Und ihr wisst, das ist eine seltene Gabe, ja, weil leider sehr selten, dass die Moscheen stabil sind, dass die Moscheen das zulassen, dass man zusammenkommt und über Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Ja? Gut.